Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stellaris. Und wir sehen hier unseren Forschungsnexus, der tatsächlich in 46 Tagen fertig ist. Und ich würde sagen, dieses Ereignis lassen wir uns nicht entgehen. Das sind noch 3, 2, 1. Research concluded. Und die letzten Tage laufen. Und er ist fertig. Das Zentralhub des Forschungsnexus ist jetzt installiert. Es verfügt über einen hochmodernen Singularitätsreaktor. Unsere Ingenieure bereiten das Hinzufügen der nächsten und des schwierigsten Segments der Einrichtung vor. Der 4 Forschungsflügel. Diese wird man mit wegweisender Technologie ausrüsten, damit sie allen äußeren Einflüssen von brutaler Hitze bis hin zu intensiven Druck und Alien-Krankheitserregern widerstehen können. Dort werden sich außerdem die Unterkünfte für zahlreiche und Milliarden von Wissenschaftlern befinden. Und wir generieren hier jetzt 100 Forschungspunkte. Sensationell. Und die nächsten 15.000 Legierungen werden wir hier rein investieren. Und ich denke, das wird sich lohnen. Dann sind wir hier bei nochmal 200 mehr. Und das wird unsere Forschungsgeschwindigkeit noch weiter steigern, massiv steigern. Und guckt euch das an. Guckt euch das an. Leute, wir machen da mal diese wunderschöne Animation aus. Und guckt euch das an, wie toll das aussieht. Ist das nicht schick? Wahnsinn. Also in so einem Ding würde ich auch gerne leben, ganz ehrlich. Und meine Forschung vollziehen. Das ist ja schon mega geil. Okay, dann gucken wir mal in die Forschung, wo wir gerade beim Thema sind. Und können hier Bewohnbarkeit toter Welt plus 20%. Sehr cool. Aber ich würde jetzt in Richtung der Genmodifikationspunkte gehen. Sehr schön. Okay, Verstärkung im Transit. Wir werden gerade unsere Flotte aufrüsten und die sind im Bau. Und ich möchte jetzt einmal diese Station hier durchgehen, wir dort noch Verteidigungsanlagen bauen können. Beziehungsweise, nein, Quatsch, wir wollten ja unser Geld sparen, dass wir die 15.000 jetzt voll kriegen. Da könnten wir aber tatsächlich mal überlegen, ob wir im Markt diese Sachen kaufen. Das geht. Leute, das machen wir. Zack. Dann sind wir bei 15.000. Und dann werden wir jetzt die nächste Station oder das nächste Element unserer Forschungsstation in den Auftrag geben. 2.400 Tage in der nächsten Staffel ist das Ganze fertig. Wow. Ich bin fasziniert. Guckt euch mal an, wie geil das aussehen wird, wenn das fertig ist. Wahnsinn. Was hat denn das Ding für Trefferpunkte? Kann man das überhaupt mit Trefferpunkten beziffern? Ich glaube nicht, oder? Wahnsinn. Sehr, sehr, sehr cool. Okay. Ja, ich bin tatsächlich echt fasziniert. Wir haben jetzt fast keine Legierung mehr. Aber wir haben das fertig. Sehr schön. Eine Kombination aus besonders robusten Gebäuden und automatisierten Verteidigungsanlagen sollte die Bevölkerung von Cardoth Secundus vor weiteren Asteroideneinschlägen schützen. Sehr cool. Düdel-Düdel. Moment. Düdel-Düdel ist nie gut. Gouverneur Hasmak Timak ist verstorben. Ja. Okay. Da gucken wir gleich mal rein. Aber ich möchte einmal gucken, ob wir in den Erlassen irgendetwas haben für Konsumgüter. Die Bildungskampagne ist es nicht. Terraforming-Gase. Ah, haben wir schon. Hier Bewohnerunterhalt, Konsumgüter minus 10%. Exotische Gase als Treibstoff plus 15% Unterlichtgeschwindigkeit. Da haben wir nicht genug Gase für. Schildverstärker könnte man machen. Bodenräumung ist auch nicht so interessant.
Reaktive Panzerung, das ist natürlich auch nicht schlecht. Nanitenreaktoren, Forschungsgeschwindigkeit plus 10%. Das können wir uns leider nicht leisten. Wir müssten eigentlich tatsächlich hier weiter hochkommen, damit das schneller geht. Verzweifelte Maßnahme. Heimterritorium, Feuergeschwindigkeit plus 40. Wow. Forschungsgeschwindigkeit plus 20%. Das könnte man echt mal überlegen, wenn wir das haben. Architektonische Renaissance, Baugeschwindigkeit, Megastruktur plus 50%. Wow. Das ist schon mächtig. Große Flotte. Ja, Flottenkapazität plus 20. Und minus... Ja. Ja, das brauchen wir, ihr Lieben. Das brauchen wir. Große Flotte-Ambition. Das müssen wir haben. Minus 20 demokratisch. Unwichtig. Plus 20 Flottenkapazität. Ja. Das wäre mega. Wirklich mega. Aber jetzt haben wir vergessen... Wie viel Einigkeit haben wir denn überhaupt? 26. Und ab wann kriegen wir das? 27. Das ist bald möglich. Sehr cool. Dann können wir das bald ausgeben, unsere Einigkeit, dass wir uns die große Flotte hier holen. Sehr schön. Wie sieht es denn hier überhaupt aus? Konsumiert Schiffe 600. Das geht eigentlich. Da hätte ich ja mehr gerechnet. Aber minus 20% wären immerhin 120, etwas über 120 weniger. Also das ist eine wirklich, wirklich mächtige Sache. Definitiv. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal unseren Anführer an, der verstorben ist. Gucken wir mal in unsere Sektoren rein. Und ich vermute, wir haben keinen neuen. Nee. Dann gucken wir erstmal in die Sektoren. Und hier werden viel Legierung produziert. Vielleicht haben wir einen, der das pushen kann. Wir haben hier Lebensdauer, Baukosten gesenkt und Erfahrungszuwachs. Ja, ein Suka Khan, ein Kenneth oder ein Halb Nagari. Ja, ich würde sagen, wir nehmen den Wurm. Das finde ich tatsächlich am interessantesten. Okay. Und ich würde sagen, auch Hasnak Timak hat gute Arbeit geleistet. Vielen Dank für deine Dienste mit 123 Jahren für die Vereinte Föderation der Planeten und ihr Gründungsmitglied, die Vereinten Nationen der Erde. Vielen, vielen Dank. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit zwischen den beiden Folgen die Zeit genutzt, um diese Planeten mal durchzugehen. Und ja, es ist grundsätzlich okay, was hier gemacht wird. Also das kann man durchaus so lassen. Das ist okay. Okay, Erkenntnisse über das enigmatische Tor. Und ich weiß gar nicht, ob wir davon jetzt alle haben. Kann ich das nicht hier sehen? Ja, 6 von 7. Okay. Eins brauchen wir noch. Aber jetzt haben wir die Wirbelwindraketen, Ripper-Autokanone, Weltraumtorpedos. Ich würde sagen, dann fangen wir mit den Weltraumtorpedos an. Und weiter. So, unsere Flotte ist weiter im Aufbau. Die Forced Fast Fleet ist jetzt auch hier und die ebenfalls. Und die sollten sich jetzt eigentlich vereinigen zu einer Flotte. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier 88 Korvetten. Und ich würde tatsächlich überlegen, ob wir die Korvetten jetzt sogar, jetzt bin ich, noch weiter verstärken. Indem wir das regenerative Rumpfgewebe rausnehmen und möglicherweise den Nachbrenner reinnehmen, was die Unterlichtgeschwindigkeit erhöht. Ah, aber dann haben wir hier nicht genug Energie. Ah, das ist ärgerlich. Der Nullpunktreaktor reicht nicht aus. Okay, dann können wir den ganzen Plan vergessen. Was ich jetzt auch nochmal gucken möchte, ist tatsächlich in Richtung Handel. Hier sind wir bei 15, 12.
Hier oben sind wir bei 18. Hier ist noch eine Handelsroute mit 20. Construction completed. Das sollten wir uns gleich mal in Ruhe angucken. Dass wir vielleicht auch unseren Handel und damit unsere Wirtschaft ein wenig verbessern. Okay, weitere Forschungen und alle abgeschlossen. Eieieiei. Das heißt, wir haben die Weltraumtorpedos abgeschlossen. Ja, das war zu erwarten. Und jetzt würde ich tatsächlich erstmal den... der Juggernaut. Dieses kolossale Gebilde sind eher Raumstationen als Schiffe. Der Juggernaut ist eine riesige mobile Raumstation. Die kann Schiffe reparieren und bauen, was bedeutet, dass er in der Offensive als Basis verwendbar ist. Ja, den wollen wir haben, den Juggernaut, natürlich. Und neue Mechanik, Sternentorkonstruktion. Ja, ja, natürlich. Von hier ans andere Ende unseres Reiches mit einem Fingerschnipp. Sehr geil. Das wollen wir. Das brauchen wir. Mega Kunsteinrichtung, mega Schiffswerft. Ich glaube, da kommen wir nicht herum. Aber wir werden erstmal das strategische Koordinierungszentrum erforschen. Und jetzt sind wir doch bei der Einigkeit eigentlich so weit, dass wir bei den... nicht hier. Dass wir hier... jetzt hier unten die Ambition, große Flotte uns holen können. Ja, sehr cool. Sehr, sehr toll. Jetzt will ich mal sehen, was das hier bringt. 360. Ja, mega. Mega. Wirklich mega. Das ist echt cool. Und hier haben wir dunkle Materie im Tüll-System. Da würde ich sagen, kümmern wir uns mal drum. Welches ist das Forschungsschiff, Konstruktion, was am nächsten ist? Du bist da oben. Du bist dort. Dann würde ich sagen, fliegst du nach Tüll und baust dort eine Forschungsstation. Okay. Ja. Akzeptiert. Die Void Cloud. Wow. Aber auch ziemlich mächtig. Aber da mischen wir uns mal nicht ein. Okay, ich bin mir gar nicht sicher, ob es hier einen Handelsrouten da. Doch, natürlich. Okay, wir sind bei einem Handelswert von 375. Und die Handelsrouten gehen natürlich durch Adlib durch. Das ist ein Handelsknoten. Wir könnten überlegen, dass wir hier oben mehr Handelswert generieren. Oder wir machen das in Sidor, wo das auch alles durchgeht. Da könnten wir noch eine Station bauen. Klar, hier unten geht das dann alles durch, natürlich. Maximale Piraterie minus 18. Maximale Piraterie, der Handelswert ist höher als die Piratenunterdrückung. Das ist gut. Einbehalt vom Handel. Ja, wird hier im Soul-System gehandelt. Das passt soweit. Momentane Piraterie minus 1,5. Hier sieht es gut aus. Und hier geht die nächste Route hin. Wir müssten gucken, hier in dem Bereich und hier auf dieser Route, dass wir da noch ein paar Handels- oder Systeme bauen. Und wir haben hier oben in Pleien etwas. Da ist tatsächlich gar nichts. Das geht ja gar nicht. In Pleion. Da haben wir sogar... Das geht ja gar nicht. Die Xudra-Station hat auch nichts. Aber hier ist doch alles ausgebaut, oder? Ja. Gottes Willen. Da haben wir ja gepennt. Kjol ist aus. Die sind ausgebaut. Spiram ist hier auch nicht ausgebaut. Okay. Das heißt, wir haben die Sachen hier schon gebaut. Ich gehe nochmal zurück in den Handelsrouten-Kartenmodus. Wo ist jetzt Spiram hier? Ja, sieht auch, liegt auch gut. Und Xudra hier oben auch. Idokosa könnte man auch nochmal überlegen. Aber wir sollten dann erstmal Spiram, Xudra, Pleion. Das ist ja Wahnsinn, hier gibt es ja nirgends was. Okay, also ganz klar,
Handelsknoten. Was bringt der? Das ist nur Hangar. Das braucht man nicht. Ich denke, ganz klar, alles voller Handelsknoten. Und möglicherweise ein Ankerplatz für Flottenkapazität. So. Kommandozentrum, Feuerrate für Schiffe ist mir egal. Kuratoren-Denkfabrik. Und ich würde tatsächlich gerne das Weltraumhandelsunternehmen hier bauen. Dazu brauchen wir aber nur eins. Und hier oben im Spiram könnte ich mir gut vorstellen, auch Besatzungsquartiere bauen. Angedockte Schiffe minus 25%. Hydrokultur wäre auch interessant. Ich denke, wir bauen Störfeld, Hyperraumanweiser und ein Kommandozentrum. Das finde ich hier tatsächlich am sinnvollsten. Okay, dann Xudra wird ebenfalls... Moment, in Spiram haben wir jetzt Kommandozentrum, Hyperraumanweiser, Störfeld, Ankerplatz. Okay, dann müsste hier noch einer frei sein, das passt. Und... in Xudra gibt es ebenfalls Handelsknoten und eine Schiffs... Nein, ein Ankerplatz. Und hier würde ich tatsächlich auch Hyperraumanweiser, Störsender und Störfeldgenerator bauen. Und den letzten bekommt das Weltraumhandelsunternehmen. Und in Plyon oder Plyon machen wir das Gleiche. Hier unten gibt es sogar die Zweigstelle der Händler. Das sollten wir auf jeden Fall bauen. Und dann noch ein Kommandozentrum. Und dann warten wir auf das Weltraumhandelsunternehmen. Okay, sehr schön. Das ist uns natürlich ziemlich durch die Lappen gegangen. Dann können wir gleich die hier weiter ausbauen zur Zitadelle. Und dann gehen wir mal... Okay, wir sind schon im normalen View. Sehr schön. Es wurde verabschiedet. Ja, bin ich ganz ehrlich... Sollen sie machen, ist mir recht. Also wir haben nicht vor, dort andere zu fangen oder andere Lebewesen zu schaden. Okay, jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier im Bau haben. Nanoligierungsgießerei, synthetische Kristallanlage. Ist genau eine im Bau. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Da nicht. Stadtdistrikte... hier auch nicht. Das heißt, wir haben nur eine im Bau. Dann gucken wir mal bei Sirius. Hier gibt es jetzt die letzte Station. Da würde ich ungern was machen. Da wir hier nur noch 15 haben, würde ich hier tatsächlich die Luxusresidenzen bauen, dass wir hier ein bisschen weiter vorankommen. Und dass wir hier weitere Plätze haben. Alles klar. Dann gucken wir mal bei Svyuk. Und hier können wir tatsächlich eine synthetische Kristallanlage nochmal bauen. Zack. Sehr schön. Und Draedon Prime sieht soweit ganz gut aus. Hier würde ich tatsächlich auch nochmal eine Chemieanlage bauen. Und dann sollte das erstmal passen. Sehr schön. Einladung von der UV Xan-Konföderation zur Shim Corporated. Wo sind die? Das ist die hier. Wo sind denn die Kim? Demokratie UVA. Ah, da vielleicht durch das Wurmloch hier. Ja. Neue Megavol-Kanade. Okay, sagt mir jetzt tatsächlich gar nichts. Dann sei es so. Aber jetzt nochmal einen Blick hierher geworfen, wie es hier aussieht. Ah, schaut mal. Es sieht so aus, als wenn ganz, 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 ganz langsam diese Föderation hier die Oberhand gewinnt. Und wie bitte? Die haben was? Die haben eine Zerstörer der Force Depth Fleet mit
81.000 Trefferpunkten. Ah, okay, 17.000 militärische Power, alles klar. Ich wollte schon sagen, huiuiui. Dann schauen wir hier oben nochmal. Hier ist auch nichts. Hier sind auch die Nagari aktiv. Hatten die hier gerade eine Schlacht? Nee, nicht wirklich. Das sieht alles noch gut aus. Aber hier kommt eine große Zerstörerflotte. Von wem ist die? Okay. Der Anführer ist ein Kenneth. Die sind aber auch schon, so wie es aussieht, ein wenig angeschlagen. Was haben die denn für Technik dabei? Ja. Ein paar Antrieb 3. Ist okay. Sind uns technologisch etwas hinterher. Aber es sieht so aus, als wenn die tatsächlich hier so langsam die Oberhand gewinnen. Das ist Nagari. Okay. Ja, ich bin mega gespannt, wie das hier weitergeht. Bei diesem Krieg. Ganz ehrlich. Hier ist nichts. War aber auch nicht anders zu erwarten. Okay, sehr gut. Dann machen wir mal weiter. Jawohl, eine weitere Terraforming-Welt ist bereit. Prozion 2. Wollen wir mal hinspringen und uns das mal angucken. Ah, sehr schön. Ich weiß gar nicht, welche... Hatten wir hier was kolonisiert? Hier glaube ich nicht. Ah, ist das schön. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, wo die ist. Die ist hier unten. Okay. Das ist natürlich auch eine schöne Welt, muss ich sagen. Wenn wir hier raus eine Welt machen, eine entsprechende Vergnügungswelt, wir werden das hier erstmal mit den Menschen besiedeln. Und hier haben wir auch 20 Distrikte. Und das wäre natürlich auch cool, wenn ihr euch das mal vorstellt. Ihr liegt hier in der heißen Abendsonne, die wirklich in diesen Tagen sehr heiß ist. Und Prozion A und B, Klasse F Stern. Das ist schon echt schick, muss man wirklich sagen. Kreist hier rum um diese beiden Sonnen und hier hinten im tiefsten Winter, wo die ganze Welt gefriert, weil sie nur von diesem kleinen Stern aus gespeist wird. Und wenn ihr hier zurückkommt, geht ihr direkt in den Sommer über, gespeist von der riesigen Sonne Prozion A und legt euch an dieses wunderschöne, kleine, aber wunderschöne Meer hier unten, welches sich dann im Licht der Sonne bewegt. Nicht weiß, sondern nicht gelb, sondern weiße Sonnen. Und das sieht schon, glaube ich, echt schick aus. Alternative war Nostia Prime. Hier hätten wir tatsächlich, ich weiß gar nicht, war das der hier? Ja, genau. Alternative wäre das hier mit einer ganz normalen gelben Sonne. Und hat auch was, ist ein bisschen wässriger der Planet, ein bisschen mehr Wasser. Dafür natürlich, also mehr Möglichkeiten zum Schwimmen, Ausflugsdampfer, was man sich da auch alles vorstellen kann. Dafür natürlich der Ausblick hier auf diesen kleinen gelben, auf dieses kleine gelbe Sönnchen. Natürlich nicht ganz so cool wie in dem anderen Sternsystem. Also vielleicht machen wir das auch in, wo war das jetzt? In, Prozion Prime. Also schreibt's, wie gesagt, schreibt's mal gerne in die Kommentare. Prozion Prime wäre auch mit drauf. Vielleicht wollt ihr auch ja dort eine entsprechende Welt. Ich zeige euch das nochmal. Das war die Entscheidung. Jetzt ist es weg. Nein, da ist es, eine Resort-Welt auszurufen. Quasi, wenn ihr Star Trek-Fans seid, ist das vergleichbar mit Risa. Ja. Also vielleicht schreibt es euch also, ob wir es Prozion nehmen sollen oder entsprechend Nostia Prime. Ich bin tatsächlich unentschlossen, bin ich ganz ehrlich. Okay.
Dann würde ich sagen, lasst uns noch ein paar Minuten weiterspielen. Wir gucken noch einmal, was es hier gibt. Galaktischen Markt verlegen. Sehe ich jetzt hier keine Details. Finde ich aber eine gute Idee, weil er nicht bei uns ist. Entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung. Aber ich durfte Kuchenteig probieren. Da musste ich einfach den Pausenknopf drücken. Ich denke, jeder kennt das. Und lasst uns noch ein paar Minuten weiterspielen. Handelsabkommen abgelaufen. Wir handelten nichts, aktive Sensorverbindung. Construction completed. Wir sehen es noch, dann brauchen wir uns da erstmal nicht drum kümmern. Die Yangtze hat hier einen Bau abgeschlossen in Tüll. Sehr schön. Das heißt, wir produzieren jetzt dunkle Materie. Sehr gut. Und ich würde sagen, diese Eigenschaft ist gut, aber etwas für die nächste Folge. Und ich danke euch fürs Zugucken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.